Hallöchen, ihr Lieben, hier bei meinem ersten Video. Ich bin Lisa und das hier ist Cisco. Heute soll es um die Erstausstattung für einen Welpen gehen. Wie ihr seht, habe ich selber einen Australian Shepherd Rüden. Er ist gerade 6 Monate alt, also schon fast ein Junghund. Und abgeholt haben wir ihn beim Züchter mit 9 Wochen. Und seitdem habe ich halt schon sehr viel Erfahrung damit machen dürfen, was man alles braucht und was nicht und was von dem nützlich ist, was ich gekauft habe, bevor ich ihn geholt habe und was ich alles nachkaufen musste, weil ich einfach an manche Sachen nicht gedacht habe. Das alles werde ich euch jetzt zeigen und sollte ich irgendwas nicht erwähnen, das heißt, wo ich was her habe oder irgendwelche Informationen darüber, wie viel es gekostet hat, dann verlinke ich euch sowieso nochmal alles unten schön aufgelistet in der Infobox. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier einen riesigen Haufen an Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich hoffe, das Video wird dadurch nicht zu lang. Aber das sind alles wichtige Sachen, also fangen wir einfach mal an. Wie ihr vorhin schon gesehen habt und jetzt auch hört, ist mein Hund ziemlich verfressen. Er hat jetzt gerade einen Knochen. Und deswegen fangen wir einfach mal mit dem Futter an. Dazu ist erstmal zu sagen, dass ihr das Futter, was ihr vom Züchter vielleicht mitbekommt oder was der Züchter dem Welpen schon gibt, übernehmen solltet, weil das für den Hund auch nicht so einfach ist, diese Umstellung von dem Futter. Wenn ihr das erst übernehmt und dann so langsam euer Futter drunter mischt und irgendwann nur noch euer Futter übrig ist, ist das für den Hund, für den Welpen angenehmer. Ich selber habe das auch so gemacht. Ich barfe meinen Hund. Wenn ihr dazu was wissen möchtet oder so, kann ich dazu natürlich auch nochmal ein Video machen. Genau, das ist zu dem Grundfutter zu sagen. Dann bekommt er ja zum Beispiel jetzt auch noch relativ viel Leckerlis durch das Training, durch die Hundeschule und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel, finde ich super toll und er mag sie auch super gerne, diese Sprotten. Das sind einfach nur kleine getrocknete Fischchen, Sprotten halt. Die sehen vielleicht ein bisschen eklig aus, aber sind, also für ihn sind sie relativ lecker. Er mag sie super gerne, katscht da gerne mit rum. Geht als Snack total durch, weil die auch relativ klein sind. Also es sind auch ein paar große dabei, aber die kleineren, das funktioniert schon super gut. Und dann habe ich hier noch einen kleineren Beutel, das sind 500 Gramm. Das sind so kleine Trainingssnacks. Das hier ist Rind und Apfel. Es gibt davon viele verschiedene Sorten, Pferd und so weiter mit verschiedenem Gemüse oder Obst. Ist sehr schön klein, also zum Trainieren perfekt. Das kaufe ich auf der Internetseite, wo ich auch sein Futter kaufe, also sein Fleisch und so weiter, das Gefrorene. Ihm schmeckt es und es ist perfekt zum Trainieren, also kann ich nur empfehlen. Auch diese Seite mit dem, falls jemand barf zum Beispiel, kann ich diese Seite nur empfehlen, weil die dort sehr viel Auswahl haben. Ansonsten mochte er oder hatte er vorher auch solche Hühnerstreifen, Hühnerfiletstreifen, die mochte er super gerne oder mag er immer noch, ab und zu kaufe ich sie. Und jetzt hat er Rinderhautknochen, also das sind so eine großen, es gibt ja aber auch einen kleinen, also das würde ich eher nicht empfehlen. Wir haben solche Sticks gekauft und die hat er erst gar nicht angerührt, weil die einfach zu hart waren. Dann haben wir natürlich Näpfe, nicht zu vergessen. Natürlich zwei, einmal Wasser, einmal Futter. Der hier ist einfach ein ganz normaler Edelstahlnapf für 250 Milliliter. Den habe ich ich glaube bei Teddy gekauft für, hier steht es noch drauf, 3 Euro. Ja, bei Teddy, genau. Ein Napf 3 Euro. Ist total schön, schlicht und 250 Milliliter genau, weil er ja schon, am Anfang war er zwar noch ziemlich klein, aber ich habe ihm schon etwas größeren gekauft, damit sie einfach lange genug stehen bleiben, weil ich meine, so oft kauft man keine Näpfe neu nach. Noch reichen sie, aber ich glaube, wenn er noch ein bisschen wächst, werden die sich hier schon zu klein werden und dann muss ich wahrscheinlich noch mal größere kaufen. Also ich werde sehen, mal gucken. Und dann habe ich dafür noch so eine schöne Napfunterlage, die sich jetzt einfach nur durchsichtig, einfach weiß, auch relativ groß, weil ich muss schon sagen, er schlappert schon ganz schön rum, wenn er zum Beispiel am Wassernapf sitzt oder so. Das ist ja bei jedem Hund so. Und da ist sowas ganz praktisch, kommt halt nicht sofort auf die Fliesen oder so und lässt sich gut abwaschen. Ansonsten, ich kann nur empfehlen, als erstes gesehen hatte ich die bei Hunter. Die sind nochmal extra, die haben nochmal hier außenrum einen Rand, sodass wenn was raufläuft, sozusagen auch nicht rüberlaufen kann. Das ist natürlich noch besser, aber ich habe mir erstmal die genommen, die reicht auch vollkommen zu. Dann habe ich
wenn wir mal unterwegs sind, solche Silikonnäpfe, Reisenäpfe, die kann man gut zusammenfalten, nehmen dann nicht so viel Platz weg. Die haben hier so einen Karabiner, damit kann man die auch super gut irgendwie an den Gürtel hängen oder so. Kann man also super gut mitnehmen, sind nicht wirklich schwer. Finde ich gut. Also für mich ist das ein Must-Have, weil ich den schon sehr, sehr oft benutzt habe, egal wo ich hingehe. Gerade jetzt, wenn es wärmer ist, nehme ich den immer mit. Und dazu habe ich dann noch so eine Flasche. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter hier reinpassen. Aber hier passen 600 Milliliter rein. Ist auch nochmal so eine Sache. Wir haben Cisco Januar haben wir ihn geholt. Genau. Und da war es halt noch relativ kalt draußen. Jetzt ist es halt schon relativ warm. Und früher haben diese Flaschen gereicht. Jetzt nicht mehr. Also jetzt müssen wir schon zwei mitnehmen, weil er halt auch relativ viel trinkt. Ich würde wahrscheinlich empfehlen, als Erstausstattung eine größere Flasche zu nehmen. Vielleicht 1 Liter bis 1,5. Je nachdem, was für eine Größe euer Hund hat. Kommen wir zu dem nächsten, und zwar Geschirre, Leinen und so weiter. Ich habe hier von der Züchterin mitbekommen, das hat sie mir gleich mitgegeben, ein Halsband. Das hier ist von Trixie. Das hatte er oben von Anfang an. Konnte sich auch gut daran gewöhnen und wir haben es bis jetzt benutzt. Also man kann es ja auch gut verstellen hier und ihm passt das auch noch jetzt. Dann haben wir aber zusätzlich dazu, auch schon bevor wir ihn geholt haben, haben wir ein Geschirr gekauft. Also wir hatten jetzt Glück, aber es ist besser, das Geschirr direkt im Laden anzuprobieren, weil die Größen sehr unterschiedlich sind. Die Erstausstattung würde ich jetzt wahrscheinlich erst dann kaufen, wenn ich ihn gerade geholt habe oder halt etwas später. Oder halt gar nicht. Manche kommen auch nur mit so einem Halsband klar. Ich habe lieber so ein Geschirr, weil ich finde einfach, dass es für den Hund angenehmer ist, mit dem Geschirr rumzulaufen, als mit so einem Halsband. Gerade wenn er dann am Anfang vielleicht noch zieht an der Leine oder so, weil er es noch nicht kennt. Er musste sich zwar ein bisschen daran gewöhnen, also er kannte ja nur das Halsband, hat sich ein bisschen gekratzt immer danach, aber es ging ganz schnell, hat er sich daran gewöhnt. Also ich finde es besser. Ich würde auch wahrscheinlich erstmal diese hier kaufen, nicht diese voll verpackten sozusagen, weil die ja gut verstellbar sind. Das heißt, wenn ihr euch das dann einmal kauft, hält es auch eine Weile, weil ihr es verstellen könnt. Das würde ich vielleicht nochmal als extra erwähnen. Wir haben, bevor wir ihn geholt haben, natürlich so eine Marke machen lassen. Da steht so sein Name drauf und hinten steht die Telefonnummer und die Adresse drauf. Die kann man hier ran machen. Und ist halt einfach nur süß. Wir haben es einmal gemacht, weil es süß ist. Und das war das Erste, was ich gekauft habe, glaube ich, für ihn. Weil ich den Namen schon kannte vorher, bevor ich ihn geholt habe. Und da habe ich das natürlich gleich gemacht. Genau, ist ganz süß. Im Megazoo gibt es in manchen, die relativ groß sind, direkt so eine Anlage, wo man die machen kann. Ich habe den aber, glaube ich, bestellt. Dann haben wir hier eine Leine. Ich würde von Flexi-Leinen abraten, wenn ihr euch einen Welpen zulegt. Weil Flexi-Leinen ja eher dazu beitragen, dass der Hund an der Leine zieht, weil er ja unter diesem Dauerdruck sozusagen, Dauerzug steht. Da sind solche Leinen besser, also jedenfalls für den Anfang. Für das Lernen an der Leine zu laufen, würde ich eher sowas nehmen. Das kann man auch die Längen verstellen. Also das ist jetzt hier die längste Einstellung. Man kann es aber auch hier bis hier vor runter machen, hier festmachen. Und dann ist sie halt etwas kürzer. Ich glaube, insgesamt ist sie 2 Meter lang, oder 2,5. Reicht vollkommen aus. Weil diese ja nicht so lang ist, habe ich für den Anfang, ich benutze sie immer noch, aber für den Anfang habe ich die eigentlich gekauft, einfach damit Cisco rumlaufen kann. Das ist eine Schleppleine. Die hier ist, glaube ich, 10 Meter. Am Anfang ist er wahrscheinlich eh noch nicht rückrufbar und deswegen braucht man das dann umso mehr. Am Ende muss man aber zum Beispiel an solchen Orten, wo man den Hund nicht abmachen kann von alleine, ihn ja irgendwie trotzdem noch laufen lassen. Und da ist sowas ganz praktisch. Auch zum Üben sehr gut, also zum Beispiel zum Bleibüben und so weiter. Dann kommen wir zu einem Extra, weil es jetzt hier gerade ums Training ging, habe ich hier mir im Nachhinein nachgekauft. Diese Sachen. Und zwar ist das eine Tragetasche für Leckerlis. Hier hinten kommen Kotbeutel rein, sieht man hier, das ist ganz, ganz gut eigentlich gelöst, kann man hier oben reinmachen und dann kann man sie hier einfach rausziehen und abtrennen. Ist ganz schön, wenn man sie nicht in der Hand tragen muss, dass man hier sowas hat, wo man sie reinmachen kann. Hier vorne kann man sein Handy einfach reintun, ist nochmal eine extra Öffnung. Hier vorne mache ich meistens einen Ball oder irgendwie sowas rein oder den Schlüssel.
Und hier ist dann halt in der Mitte ein schönes großes Fach für die Leckerlis. Dann haben wir hier so ein Gurt sozusagen, den man sich so um die Hüfte binden kann. Braucht man aber auch nicht haben, wenn man den abmacht zum Beispiel, hat man hier noch einen Karabiner. Da kann man den dann einfach an den Gürtel hängen. Dazu geliefert haben sie auch nochmal so einen Napf, also so einen Reisenapf. Der hier ist ein bisschen klein für meinen Hund. Ist wirklich, wirklich nur für mini kleine Hunde gedacht, glaube ich. Mit einem Karabiner, den man dann hier so ranmachen kann. Ich würde, wie gesagt, den anderen nehmen, den größeren. Die kann man sich ja auch dann nochmal extra kaufen. Der hier war jetzt halt dabei. Von Oria ist diese Tasche. Sehr schön, habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Weil es ja jetzt erst so warm wurde. Vorher hatte ich einfach meine dicke Jacke und da habe ich da mal das Futter reingemacht. Und jetzt habe ich mich dann gefragt, hey, wo tust du jetzt das Futter ein? Doof. Es war halt mal kalt, als ich ihn geholt habe. Ja, dazu haben wir hier nochmal so eine Packung. Die darf man auf keinen Fall vergessen. Gut. Die sind ja dort vorne auch drin. Hier sieht man, sind so blaue drin. Ich würde euch aber empfehlen, lieber diese schwarzen zu nehmen. Also erstmal sind die hier viel zu dünn. Und zweitens sieht man halt nicht durch. Also das ist, manchmal ist der Mülleimer vielleicht ein bisschen weiter weg. Es ist ja schon unangenehm, mit dem so rumzulaufen, aber da sind die schwarzen auf jeden Fall besser als die blauen. Mensch, Cisco. Danke. Ja, da haben wir uns eine ganze Packung gleich gekauft, weil einen zu kaufen ist da sinnlos. Die braucht man wirklich immer und die kann man gleich in so einem riesigen Pack kaufen. So, weil wir jetzt gerade davon geredet haben, haben wir hier für die Anfangszeit ein Haustierexperte Teppich- und Polsterpflegemittel. Das ist sehr gut, gerade weil, wenn der Hund halt am Anfang noch nicht so richtig stubenrein ist, ist das perfekt. Das überdeckt schön den Geruch, das ist wichtig, damit der Hund da halt dann nicht nochmal hinmacht, wenn er seinen eigenen Geruch da riecht zum Beispiel. Funktioniert super. Ja, genau, Bürsten und eine Zeckenzange. Zu den Bürsten ist zu sagen, die wurden halt so zusammen geliefert, aber das hier zum Beispiel kann ich jetzt noch nicht mal für ihn verwenden und für kleine Welpen ist das wahrscheinlich erst recht noch nichts. Das hier, diese Seite kann ich jetzt mittlerweile verwenden, aber er ist ja wie gesagt schon 6 Monate, da ist halt nicht mehr ganz Welpe. Und diese Seite habe ich aber schon von Anfang an verwendet. Ich habe hier so einen kleinen, ich weiß gar nicht, was war, ein Bär? Der ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der hatte auch mal Ohren und ich glaube, er hatte auch mal Arme, aber irgendwie sind die nicht mehr da. Ich glaube, ich musste ihn auch mal zunähen. Er sieht auch wirklich schlimm aus, aber er mag ihn einfach total doll. Er spielt mit dem übelst gerne. Ist halt einfach so ein kleiner Teddy. Den haben wir im Megazug gekauft. Und da muss man sich wenigstens keine Sorgen machen, weil man sollte bei solchen Kuscheltieren aufpassen, dass die halt nichts haben, was Hunde irgendwie runterschlucken können. Das heißt, irgendwie Knopfaugen oder sowas, was abfällt, sollte man da lieber nicht für den Hund kaufen. Außerdem, wenn die offen sind, also wenn die aufgekaut sind oder so, ihr solltet die entweder zunehmen, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, oder ihr nehmt entweder das Innenleben raus oder ihr schmeißt es weg, weil es ist nicht so gut, wenn der Hund das frisst, was da drin ist. Ja, aber wie gesagt, ich habe ihn zugenäht und noch hält er. Hoffentlich noch lange, weil er mag ihn sehr gern. Dann habe ich hier einen kleinen Ball und so ein Ziehspielzeug. Also ich habe generell nicht so viel Spielzeug für ihn. Einfach erstmal, weil es in der Wohnung ja auch nicht rumliegen soll. Und zweitens, weil er daran trotzdem Spaß hat. Ich packe es weg und wenn ich mit ihm spiele, hole ich es wieder raus. Also es sind jetzt nicht meine einzigen Spielzeuge, aber das wollte ich nur dazu sagen, es müssen nicht irre viele sein. Weil wie gesagt, man soll sie auch nicht einfach irgendwie in der Wohnung rumliegen lassen, sondern immer lieber mit einem Spielzeug wieder animieren, das verstecken und dann ist es interessanter, wenn man es wieder rausholt. Diese Zerrspielzeuge sind sehr gut. Für Welpen würde ich zum Beispiel auch solche Kong-Spielzeuge kaufen. Einfach, wenn sie den Zahnwechsel zum Beispiel kommen. Er verliert jetzt zum Beispiel gerade seine Milchzähne. Dann haben wir hier noch eine Decke. Genau, und das Körbchen. Natürlich, ganz wichtig, ein Korb. Nee, ich fast vergessen. Ein Hund braucht natürlich einen Rückzugsort. Wir haben ein Kunstlederkörbchen. Da ist wichtig zu sagen, dass man schon die Endgröße sozusagen des Hundes auf diesen Korb anwenden sollte. Also das heißt, dass man ihn einfach schon etwas größer kauft, sodass der Hund, wenn er ausgewachsen ist, schon in diesem Körbchen liegen kann.
dass man halt nicht noch ein neues kaufen muss. Und dann kann man halt auch gleich auf die Qualität ein bisschen achten, vielleicht ein bisschen teureres kaufen. Außerdem wichtig zu sagen ist, dass man darauf achten sollte, dass unten zum Beispiel Gummi ist oder so weiter, falls doch mal irgendwie ein Malheur passiert, dass halt nichts durchläuft durch das Körbchen, und dass irgendwo ein Reißverschluss ist oder so, dass man das außen herum sozusagen abnehmen kann, also einfach von dem Körbchen abnehmen kann und waschen kann und dann wieder ranmachen kann. So hält es dann länger, man kann es immer wieder sauber machen und es ist einfach besser. Also auf sowas sollte man dann schon achten. Wie gesagt, man kann dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und ein größeres kaufen. Genau, haben wir jetzt noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, mit den ganzen Sachen sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich habe die Zeckenzange vergessen. Ich habe nicht die Zeckenzange erwähnt. Das ist wichtig. Und zwar, man sollte es schon haben. Weil so ein Hund ja schon ziemlich viele Zecken aufsammelt, wenn er durch den Wald rennt oder generell draußen ist. Wir hatten sie am Anfang, hatten wir diese hier. Jetzt haben wir eine andere. Das ist eine relativ hochwertige Zeckenzange von TickSafe. War auch relativ teuer, weil diese Zange kann sich halt einfach aufdrehen und wieder eindrehen und zieht somit die Zecke sozusagen fast alleine aus dem Körper raus sozusagen. Ist aber ein bisschen schlecht, weil diese Zeckenzange nur funktioniert, wenn die schon ein bisschen dicker sind. Ich finde sie bei ihm aber meistens immer noch, wenn sie ganz klein sind, und dafür habe ich mir so eine 1 Euro billig Zeckenzange gekauft. Das reicht vollkommen aus. Ihr solltet schon eine da haben, das ist schon wichtig. Genau, die hätte ich nämlich fast vergessen. Die gehört natürlich auch noch dazu. Gut, das wäre es dann soweit. Damit haben wir alles abgedeckt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Es wäre natürlich schön, wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt, mich ein bisschen ergänzt bei dem, was ich jetzt hier habe. Vielleicht mir auch Tipps gibt bei gewissen Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe. Oder halt einfach so einen Kommentar da lasst. Das wäre sehr schön. Würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!